Hallo mein Freund und herzlich willkommen zur Nebenmission Tovarisch. Ja, Tovarisch. Die Nebenmission. Wir sollen einen Notruf senden im Seekabelkontrollzentrum, im Serverraum des Überwachungszentrums. Warum, wissen wir allerdings nicht. Und deshalb schauen wir nochmal eben in die Beschreibung. Piotr, ich habe keine Ahnung, wer Piotr ist, aber auf jeden Fall glaubt er, dass er einen Weg gefunden hat, die Sicherheitssperre zu durchbrechen und eine Nachricht an die Außenwelt zu schicken. Er wird Hilfe brauchen, die Nachricht aus einer nahegelegenen Anlage zu versenden. Das wissen wir zumindest, was wir dort machen sollen. Das ist der Speicherstick von Piotr. Und jo. Das muss ich tatsächlich mal echt eine Kritik loswerden. Nämlich, wenn man Nebenmissionen wiederholt, man weiß halt gar nicht, was abgeht. Ne? Man hat überhaupt keine Idee, was los ist, weil man die Einführung der Mission nicht spielen muss, sondern nur so, nachdem man die Mission erhalten hat, geht's erst los. Das finde ich persönlich echt schlecht gelöst. Denn die Missionsbeschreibung gehört in meinen Augen noch zur Mission dazu. Hier ist alles sicher. Das ist wunderbar. Dann schauen wir doch mal, wie es da aussieht. Da unten scheint niemand zu sein, soweit. Seekabelkontrollzentrum, da sollen wir hin. Und hochladen. Daten hochladen zum Versenden. Da sehe ich einen Haufen Bewegung. Na gut, ist noch nicht dunkel genug für das Nachtsichtgerät. Aufpassen da oben. Kann ich das ausschießen? Nee, nein, die kann ich nicht. Oder? Ich probiere es mal aus. Nope. Ist da oben jemand? Jemand Böses? Hat ebenso ausgesehen, aber ist. Ah, das ist ein Zivilisten, ein Sniper daneben dran, okay. Gut, dann tasten wir uns mal zum nächsten Busch vor. Schauen wir mal weiter. Ich könnte jetzt in meiner Hütte sitzen, fernsehen. Ich krieg nicht genug Geld für sowas. So, machen wir jetzt doch die Nachtsicht an. Und schauen mal, ob wir hier einen Generator finden können. Oh, ein Helipad, sehr gut. Die Sprüche. Genauso wie die Werbung, die ich neuerdings bei YouTube immer habe. Irgendwie, es gibt nichts Schlimmeres, als sich irgendwie beim Rasieren die Eier zu zwicken oder irgendwie so. Ich muss beim ersten Mal so lachen. Im zweiten Mal war es noch amüsant, beim dritten Mal war es, naja, keine Ahnung, ob man das so muss. Ist irgendwie ist eine Werbung für einen Rasierer mit einer speziellen Skin-Protect-Technologie oder so. Keine Ahnung. Sag ich euch, das steht immer. Da oben marschiert ein Minigun herum. Ich hab immer noch ein bisschen Respekt vor dem Sniper, der da oben sitzt. Hallo, ihr beiden. Na? Na? Nicht schlecht, Boss. Ah, bin ich mir nicht so 100% sicher. Hallo. Verdienen wir unser Geld! Ah nein, ihr verdient kein Geld. Nichts zu berichten. Verstanden. Bei mir alles negativ. Ich sehe eine feindliche Einheit. Was? Oh, fuck, ist noch ein Sniper. Jetzt nicht mehr. Okay, ausweichen. Ja, ein Mörser natürlich. So wird das nichts. Ich muss einen anderen Weg versuchen. What? Weil ich entdeckt wurde? Hacken Sie die Antenne. Okay, gut, dann hacken wir die Antenne. Dann machen wir hier mal die Cheatsicht an.
Ah, ist ja nicht wirklich ein Cheat-Signal, die gibt's ja auch. Gibt's ja auch in echt. Wärmebild. Zwar eher die Wärmebild, die hier die Klasse des. Hab vergessen welche. Wer schießt da? Wer schießt? Hab ich? Gut, dann. Jetzt ist los hier. Wer schießt denn da ohne Schalldämpfer? Wer zur Hölle schießt da ohne Schalldämpfer? Ich muss. Hab ich den. Hallo? Lad mal eure Waffen. Die haben doch allen Schalldämpfer drauf. Fury hat einen drauf, fix it. Komm, anpassen. Nimm die Waffe. Ah, gut, guck ich halt so. Schalldämpfer. 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 Warum schießen die dauernd ohne Schalldämpfer? Ich meine, jetzt kann man Schalldämpfer eigentlich abmachen, ne? Da. Will aber kein Blei fressen. Ich hab lecker Chili. What the fuck? Was war das denn? Hat er gerade den Mörser weggesniped? Scharfschütze wurde neutralisiert. Ach, wie viele Scharfschützen waren denn da? Sehr übel. Gut, wir gehen jetzt rein. Und ich mach den Schalldämpfer ab. Laden nach. Und dann. Oh, sie haben zu viele verdorben. Das ist aber schade. Oh. Das ist eine Kiste, die man aufmachen kann? Hä? Das hat doch gerade ausgesehen, als wäre das eine Kiste, die man aufmachen kann. Irgendwas. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe Hallus. War das hier? Wie verpeilt kann man sein? So als einzelner Mensch. Ja, genau, ihr müsst etwas tun. Da gebe ich dir vollkommen recht. Sterben. Sterben müsst ihr. Da, hallo! Will ich. 20.000 für diesen Kopf. Für diesen? So. Ruhe im Karton. Kann mal jemand antworten? Ich brauche. Antwort. So. Hä? Was denn jetzt? Der lebt ja immer noch. Jetzt nicht mehr. Der wollte wohl mit einem Knall gehen. So, mein Kamerad. Senden wir mal das Notsignal. Oder was auch immer. Huch, jetzt habe ich es abgebrochen. Verdammt. Finger von der Maus. Schön positionieren und dann die Finger von der Maus. Habe aus Versehen einen Rechtsklick gemacht. Das bricht die Aktion ab. So, da haben wir die Antenne gehakt. Bin ich mal verletzt? Oh, feuerfrei. Das war der Pilot. Das ist halt gefährlich hier. Weil halt überall auch Zivilisten sind. 8 Sekunden. War's das? Ist ja mega lame. Ja, okay.
Notruf gesendet. Herausfinden, ob die Übertragung abgeschlossen ist. Ist ja nicht so, als würde es groß auf dem Bildschirm stehen, ne? Was macht er denn jetzt noch? Steht doch groß, Dateien gesendet. 100%. Scheiße, was habe ich getan? Was? Verdammt. Was? Was passiert? Ja, hä? Ich check's nicht. Ab geht's. Autsch. War nicht so gut. Aber ich wollte zu der Kiste. So, Piotr ist in der Seekabelstation. Gerade mal knapp 400 Meter entfernt. Direkt mit dem Heli mit Minigun aufwarten hier. Es kommt bestimmt sowas wie: Sie Arschloch, Sie haben mir nicht gesagt, dass Ihre Mutter Ihre Schwester ist. Was? Der ist doch wieder weg. Dieser verlogene Mistkerl. Ja, ich wüsste mal gern warum. Norman hat mehr Infos als ich. Das ist nicht gut. Das sieht schon geil aus, oder? So ein bisschen. So ein blauen Mondlicht. Habe ich eigentlich dunkelste Nacht an? Das sieht mir so hell aus. Ja, dunkelste Nacht ist an. Okay, es ist halt Vollmond, wie immer auf Aurora. What? Gut, wir landen mal hier. Ich weiß nicht, was das jetzt soll. Elektronische Geräte enthalten Informationen zu Piotr. Toll. Was soll das jetzt? Ich check's nicht. Ich bin verwirrt. Klärt mich auf. Spiel, klär mich auf. Okay. Schalldämpfer drauf. Nachtsicht an. Wärmebild. Ne, Nachtsicht. Spitzen Felsen finden. Der ist nicht spitz genug. Hier vielleicht. Ah, der da sieht doch gut aus. Und ab geht's. Will da nicht runterrutschen. So, und wir landen. Perfekt. Läuft der oben rum? Er läuft oben, total. So, da steht auch noch einer, den lasse ich mal, aber mal. Fürs Erste. Gut. Sauber. Ich bin frei. Ich wusste, dass da niemand ist. Oh oh. Shit! Die fällt direkt vom Stuhl.
Ich habe ihn gesehen. Aber. Hey, das. Sie dürfen nicht hier sein. Ja, ich weiß. Deswegen schleiche ich auch hier rum. Die Nomad-Steuerung ist manchmal so. Ich weiß nicht, da drückst du in eine Richtung, dann läuft in die andere. So. Piotras Adresse. Genossen, dieses Wochenende seid ihr zu mir nach Hause eingeladen. Dort werde ich Essen für die Seele aus Mütterchen Russlands Küche reichen. Für den Gaumen habe ich viele russische Leckereien und Wodka importiert. Es wird auch... was? Cholodets geben, was furchtbar aussieht, aber der Geschmack ist... очень хорошо. Ich lebe in der Wohnanlage Long Valley im Norden, nahe dem Helipad. Ihr könnt es nicht verfehlen. Das wieder an dir. Piotr. Was Ocean heißt, weiß ich nicht, aber Harasho heißt gut. Wahrscheinlich heißt Ocean sowas wie sehr. Also es schmeckt sehr gut wahrscheinlich. Was ich hier mache, ich befreie euch von den Mäusen auf dem Speicher. Nick. Nice. Oh Gott! Shit! Heilige! Ich wollte doch nur. Ich wollte nur den einen töten. Ah, Hilfe! Ach du Scheiße. Wo kommen die plötzlich alle her? Wollt ihr mich verarschen? Mörser ausschalten. Mörser ausschalten. Mörser ausschalten. Ah, oh, bin getroffen. Oh oh. Ah, schieß! Warum hat er nicht geschossen? Ich konnte nichts machen. Ich konnte nichts machen. Kommander eliminiert. Ja, schön. Eliminiert lieber mal den Shotgunner. Eieiei, den Stürmer. Zurück in den Kampf. Ja, zurück in den Kampf, danke. Ja, wisst ihr was da? Komm. Zeig's ihn! Ab geht's und ich verarzte mich hier erstmal. Fixit getroffen! Was? Shit. Fixit hat eine M4, das sollte nicht getroffen werden. Konzent! Dieses Gebiet ist sauber, komme zu dir. Was? Ich glaube, das war's. Okay. Gebiet ist sauber, sehr gut. Waren ja gar nicht so viele Gegner hier. Dann klauen wir jetzt den Heli, beziehungsweise der Besitzer ist tot, also hat er bestimmt nichts dagegen. Und dann, oh, der hat leider keine Miniguns. Unser Heli da oben hat eine Minigun. Ah, den brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Minigun. Fixit wieder fit. Ja, Fixit ist wieder gefixt, wunderbar. Ja, was, Yuri? Auf der anderen Seite. Hat sich jemand auf seinen Platz gesetzt, oder wie? Welt sieht von hier oben so belebt aus, ne? Das ist eine Schande. So, ab geht's, komm. Absprung! Heli fällt natürlich ganz gerade runter. Habt ihr gewusst, dass man mit einem Heli eigentlich... Das geht, da unten ist noch ein Helipad, sehe ich hier. Da. Dass man mit dem Heli eigentlich viel besser eine Notlandung hinlegen kann als mit einem Flugzeug? Mit dem Heli geht das viel besser, weil sich durch das Runterfallen die Rotorblätter vom Heli drehen. Und ich bin natürlich genau auf dem falschen Dach gelandet. Ah, verdammt. Da hinten ist er ja. Piotr. Schaue ich mir gerne mal an. Zivilist von Skelltech darf nicht getötet werden.
So, wie kommen wir jetzt hier weg? Ich habe keine Ahnung, wo die Gegner sind. Wir haben Gesellschaft. Ja, das dachte ich mir schon. Ich höre Drohne. Das klingt aber eher wie ein Transportdrohne. Ja, da oben fliegt sie. Keine Transportdrohne, weil da ist eine Transportdrohne. So. Dann gehen wir doch mal zu unserem Piotr und erfahren hoffentlich, warum sich Norman so aufregt. Sobald wir eine Treppe finden, da hinten. So, Piotr, klär mich auf, bitte. Ich will auch so viel wissen wie Nomad. Sie haben es geschafft. Sehr gut. Ihre Aussprache ist besser. Sie mussten mir doch vertrauen. Sind Sie überhaupt ein Ingenieur? Drittbester meines Jahrgangs an der Polytechnischen Universität Tomsk, vor der Spionage. Scheiße. Ich hätte es wissen müssen. Bevor Sentinel hier alles übernommen hat, hatte ich eine Mission. Ich habe über die Fortschritte bei Skelltech berichtet. Ihre Forschung soll die Welt verändern. Und es hat sich etwas verändert. Sie haben mich benutzt, Sie Dreckskerl. Habe ich nicht. Ich habe Ihnen einen von mir entwickelten Signalüberbrücker gegeben, mit dem wir die Kommunikationsblockade umgehen können. Es mag Ihnen nicht gefallen, aber wir haben hier größere Probleme als den Ost-West-Konflikt. Sentinel ist egal, wem unsere Loyalität gilt. Das stimmt wohl. Sie haben es doch hochgeladen, ja? Ja. Wird es auch funktionieren? Sollte es. Ich leiste gute Arbeit, aber Sentinel könnte über eine bessere Blackbox-Technologie verfügen als gedacht. Unsere Chance ist äußerst gering. Das macht ja Mut. Warum sollte ich Ihnen vertrauen, Piotr? Es wird Ihnen nicht gefallen, aber Sie haben wohl keine Wahl. Wenn das hier vorbei ist, werde ich wieder untertauchen und versuchen zu überleben. Das haben wir wohl gemeinsam. Da irren Sie sich, Tovarischtsch. Wir haben nichts gemeinsam. Man schreibt es auf Deutsch zwar Sch, also Tovarischtsch, aber man spricht es nicht so aus, Mann. Es gibt einen russischen halt einen Sch und einen Sch, oder ich weiß. Es gibt ziemlich wenig Unterschied. Das eine ist halt mehr Sch als das andere. Es gibt normales Sch und eins, was ein bisschen mehr Sch ist. Mehr so. Ich kann's nicht erklären, aber das schreibt man auf jeden Fall, also das, was ein bisschen mehr sch ist, schreibt man sch auf Deutsch. Aber man spricht es halt nicht so aus. Dieses T zwischendrin soll halt nur darstellen, dass es ein etwas längeres sch ist. Naja, okay, aber wie auch immer, wir haben einem russischen Spion geholfen und ihn danach exekutiert, denn das geht ja mal gar nicht. Aber ich habe mich immer gefragt, wie zur Hölle in Episode 2 Scott Mitchell von außerhalb Kontakt zu uns aufnehmen kann, per Funk. Und das war jetzt die Antwort, denn wir haben hier in dieser Nebenmission eine Überbrückung eingebaut, hochgeladen, die uns die Kommunikation nach außen erlaubt und entsprechend auch nach innen. Gut, und dann war das mit dieser Nebenmission und wir sehen uns in der nächsten Folge, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.